Hallo und willkommen zurück zu The Curious Expedition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, gewonnen haben wir noch nicht. Verloren auch noch nicht. Aber es könnte mit uns jetzt ganz übel zu Ende gehen. Mehr Elfenbein brauchen wir leider nicht mehr, hilft uns also nicht. Tja, den Ehemann konnten wir leider nicht mehr zurückbringen. Eine Schatzkarte abkaufen? Nein, machen wir nicht. Jemanden rekrutieren? Einen Soldaten oder einen Missionar? Ich würde sagen, wir nehmen den Soldaten mit. Ergänzen sich ganz gut ein schottischer und ein britischer Offizier. Der Missionar würde uns leider auch nicht so viel weiterhelfen. So, ausrüstungsseitig. Immerhin, Whisky. Auch wenn es uns viel kostet. Bleibt kein Geld für Seile. Fackeln würde ich auch noch gerne mitnehmen. Und eigentlich auch Glasperlen. Nur für den Fall der Fälle eben. Das Problem ist, den Whisky werden wir brauchen. Genauso wie die Bohnen, die werden unsere Notversorgung sein. Auf die Fackeln möchte ich halt nicht verzichten, nur für den Fall, dass wir sie gebrauchen könnten. Machen wir es so. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir auf eine Handelsmöglichkeit treffen, werden wir uns in den Arsch beißen, wenn wir keine Perlen dabei haben. Gut, und da geht auch schon unser gesamtes Kapital hin. Und irgendwie bin ich damit immer noch nicht zufrieden, weil eigentlich hätte ich lieber mehr Whisky mitgenommen. Aber mit dem Dynamit... Na, jetzt haben wir 3 Dynamit. Also es wird uns 3-mal im Kampf aus dem Dreck ziehen. Aber der Whisky wird uns halt beim Verstand behalten helfen und das ist auch nicht gerade wenig. Okay, Augen zu und durch, es wird schon schief gehen. Für unseren Ochsen Miss Minton haben wir leider keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr. Jetzt schauen wir mal, okay, wo wir abgesetzt werden. Das kann natürlich wieder ein paar Momente dauern. Ich hoffe mal nicht zu viele. Nichtsdestotrotz im Idealfall werden wir natürlich direkt neben der Pyramide abgesetzt, können uns die Locations der Siegel direkt aufdecken. Ja, man kann natürlich hoffen, aber wahrscheinlich wird es schwierig werden. Naja, sowas sollte man im Hard Mode eigentlich erwarten können. Und ja, wer weiß, was uns da noch so erwartet. Ich weiß, es gibt Tempel. Das haben wir in der Vorhersage gesehen. Ob das andere angezeigte ein Dorf oder ein Elefantenfriedhof war, kann ich so jetzt nicht sagen. Die sehen sich leider sehr ähnlich in der letzten Mission. Ein Dorf wäre natürlich eine sehr gute Sache. Noch eine anthropologische Studie. Ob das ein guter Startpunkt ist, möchte ich jetzt noch nicht mal sagen. Also der Kompass ist sich jedenfalls relativ sicher, dass es nicht eindeutig in Richtung Norden geht. Okay. Zum Reiten haben wir noch genug. Das ist schon mal okay. Gut, dann müssen wir jetzt als allererstes aus dieser Bergkette raus.
Ein Raptornest. Okay. Die Seile nehme ich gerne, die Schatzkarte. Verbraucht keinen Platz, nehmen wir auch. Was die Raptoren angeht, noch möchte ich unsere Ressourcen damit nicht verbrauchen. Deswegen. Okay. Das ist irgendwas, was wir hier offiziell finden können. Stabiler Grund, das werden Berge sein. Okay, ich denke mal, das können wir riskieren. Nimm alles mit. Ein Abgrund formt sich. Das ist, noch nicht zwangsweise eine Katastrophe, aber schon verdammt nah dran. Was gibt's hier? Riesenkrabbe. Okay. Und er vergrößert sich immer noch. Im schlimmsten Fall müssen wir nachher mit dem Ballon hier abhauen. Dich verbessern wir einmal. Ich habe da so eine böse Ahnung. Und wenn die zutrifft, dann haben wir jetzt sowieso schon verloren. Wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Lust, mit der Riesenkrabbe zu kämpfen. Die Tatsache, dass sie sich nach da bewegt. Aber wenn, dann möchte ich gerne so schnell wie möglich herausfinden. 25 Hilfe. Okay, das ist schon mal gut. Es könnte besser sein, aber das alleine kann leider nichts. Runter auf 9. Bedauerlicherweise werden wir jetzt viermal Schaden einstecken müssen. Au! Das war heftig. Kriegen wir 9 so hin? Ich hoffe mal. Das Fleisch kann weg, wir haben eh niemanden, der es kochen könnte. Sind immer noch um einen Slot überladen. Das Schatzpendel nützt uns leider auch nichts. Und jetzt werden wir schon sehen. Mist. Wirklich, wirklich Mist. Weil jetzt können wir nicht mehr gewinnen und wir wissen es auch noch. Ich. Okay. Aufgeben gilt nicht.
Wir versuchen hier noch rauszuholen, was geht, und dann zurück zum Schiff. In der Hoffnung, dass hier noch was geht. Mist! Einmal hier rum, weil wenn es hier noch irgendwo was gibt, dann... Na, um die Raptoren mache ich mir eigentlich noch die geringsten Sorgen. Was gibt's hier drüben? Noch eine Riesenkrabbe. Signalfackeln, Schokolade, Fackeln. Ein Raptorennest, das könnte sich lohnen. Und hier unten gibt es nichts. Die Raptoren wären verhältnismäßig gesehen noch das geringste Problem. Wir brauchen auf jeden Fall genügend, um wieder zurückzukommen. Und das sollten wir momentan locker hinkriegen. Und dann möchte ich natürlich so viel Beute mitnehmen wie möglich, damit wir wenigstens noch eine Chance haben. So, erkunden. Ja, Ausrüstung, naja. Okay, die zusätzlichen Seile werden wir nicht mehr brauchen. Die Karte nützt uns halt nichts. Jeweils 36 und... Ja. Ja, dass das auch unbedingt so laufen musste. Okay, hier gibt es einen Tunnel, der nützt uns nichts. Hier gibt es einen Vulkan, der nützt uns leider auch nichts. Aha, hier gibt es wieder was. Einen Steinkreis. Wenn sich keiner beschwert. Versuchen wir den noch. Wäre es wieder riskant. Wir können auch die beiden nehmen und damit abhauen. Und das hätte ich eigentlich am ehesten vor. Und um die will ich mich auch nicht kümmern. Dafür ist unsere Gruppe einfach nicht kampfstark genug. Den Bonus durch das Bekämpfen wäre natürlich eine klasse Sache, aber wenn das mehr als einer ist, dann stecken wir aber mal sowas von knietief in den Problemen. Okay, wir reisen erstmal hier hin. Noch ein Raptorennest, das könnte... Ein Raptoren-Ei. Naja, es ist Beute. Das ging schnell. Himmelssymbole. Da ist mir schon klar, was sich da drin befindet. So. Die werden wir nicht mehr brauchen. Und dann auf dem Sch... Oh, großartig. Freilassen oder dem Track hinzufügen. Lass ihn frei.
Großartig, jetzt haben wir auch noch die Chance, dass er uns in den Rücken fällt. Zwei, hm? Okay. Alles einpacken und so schnell wie möglich weiter. Ob wir uns mit den Raptoren hier anlegen, keine Ahnung. Es hat uns jetzt natürlich noch mal zusätzlich erschöpft. Ist ja klar, aber gegen das Vieh wollte ich jetzt wirklich nicht kämpfen. Wir brauchen die Punkte. Die Stabilitätsmittel natürlich. Okay, könnten wir wenigstens schon mal einen ausschalten. Können wir heilen, ist kein Problem. Auch schön. Er hat noch drei. Alles mitnehmen und selbst versorgen. Das Fleisch bringt uns am Ende eh nichts. Sind wir auf lausigen 34. So ein Mist. So ein Mist. Das wird eine verdammt harte Rückreise. Wen verlieren wir? Ah, okay. Unser Engländer hat den Schotten gegessen. Naja. Können wir nichts daran ändern? Als nächstes bitte, na, besser ihn als uns. Verdammt nochmal. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir das etwas erfolgreicher hinkriegen, aber immerhin leben wir noch. Und ein bisschen was nehmen wir ja mit nach Hause. Nur leider, 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 das ist lange, lange her, dass wir tatsächlich mal aufgeben mussten. Nein, es nützt nichts. Was sollen wir weiter machen? Wir können die Pyramide nicht aufdecken, gewinnen können wir also eh nicht. Wir haben keine Ressourcen oder Waffen mehr, um uns mit noch mehr Viechern auseinanderzusetzen. Das hier war unser Genickbrecher.
Na, und wenn hätten wir das hier auf dem Rückweg dann gemacht, das wäre nochmal. Die Kartenform selber hätte uns auch schon das Leben extrem schwer gemacht. Überlegt mal, wir hätten dann hier hochgemusst und dann wahrscheinlich hier nochmal rum. Den ganzen Rückweg zu schaffen, das wäre verdammt hart geworden. Ich möchte es jetzt auch nicht schönreden, also. Wir haben es zurückgeschafft. Lebendig. Eine Whiskyflasche, wahrscheinlich mehrere. Nicht, dass es einen Unterschied macht, weil weiterspielen ist ja eh nicht. Ich glaube nicht, dass wir das noch eingeholt kriegen. Nein. Wir kommen noch auf Platz 2. Immerhin. Aber bedenkt man, wie viel Pech wir auf dieser Expedition hatten, würde ich noch sagen, Platz 2 ist gerade so akzeptabel, auch wenn Platz 1 besser wäre. Naja. Ja. Emilie Earhart kehrte triumphal nach London zurück. Sie war glücklich, aber bis zum Ende würde sie nie vergessen, wie weit sie gekommen war und doch in ihrer ultimativen Aufgabe gescheitert ist. Sergeant Edmund Parry machte schnell Karriere im Militär. Er hatte eine harte Zeit damit, neuen Leuten zu vertrauen und auch, gleichzeitig nach außen hin zu funktionieren. Er hat niemals neue Freundschaften entwickelt. Er lebte ein langes, bescheidenes Leben und starb in der Gegenwart seiner Familie. James Sterling kehrte nach Hause zurück und begann in seiner alten Beschäftigung zu arbeiten. Seine Abenteuer gaben ihm eine neue Perspektive auf die Gegenwärtigkeit des Lebens und er machte sich die Mühe, jeden Tag so gut zu leben, wie es möglich war. Er wurde in einem zufälligen Gefecht getötet, nachdem er in einen Streit mit einem Freund geraten war, mit dem er den ganzen Tag getrunken hatte. Gratulation, Rang 2. Wie lange sind wir nicht mehr Erster geworden? Aber wir sind durch. Dafür, dass ich damit gerechnet habe, dass wir ja sowas von zerlegt werden. Naja, jetzt gucken wir gleich nochmal nach, ob wir dafür trotzdem einen Bilderrahmen bekommen haben. Ich glaube aber eher nicht, weil wenn, müssten wir als Erster angekommen sein. Trotzdem, ich sag schon mal danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Kein Rahmen. Na gut, es bleiben auch nur noch 3 zu erlangen übrig. Und ich bin schon am Überlegen, ob wir nicht eventuell mal eine Pause einlegen sollten. Aber einen Durchgang machen wir vorher auf jeden Fall noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.